So, dann mal weitersehen. Wir sind jetzt hier übrigens in meinem Hauptspielstand, den ich auf den gleichen Spielstand gebracht habe, also auf den gleichen Stand im Prinzip wie den Let's Play Spielstand, ganz einfach, damit ich nicht in beiden Spielständen farmen muss. Und wie ihr seht, es blinkt eine ganze Menge gerade. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Was haben wir hier zum Beispiel? Willkommen bei den Quellen der Geronen. Die heißen Quellen der Geronen am Todesberg sollen allen zugänglich gemacht werden. Bereite hitzeresistente Materialien für alle Touristen vor, damit sie die Quellen sicher erreichen können. Bitte doch. Gut gemacht. Die berühmten heißen Quellen der Geronen ziehen Touristen an und sind Tag ein, Tag aus gut besucht. Die glücklichen Gesichter an den heißen Quellen erfüllen auch dein Herz mit Wärme. Ach ja. Ich weiß noch immer nicht, wofür wir schnellere Herzregeneration brauchen. Höhere Chance auf Erfolg bei Waffenfusion? Was? Okay. Kurzurlaub in den heißen Quellen. Als Belohnung für die harte Arbeit lädt die Gilde ihre Mitglieder zu den heißen Quellen ein. Bereite dafür alles Nötige vor und viel Spaß auf dem Ausflug. Warum nicht? Alle Achtung! Den Schmieden der Gilde gefiel es in den heißen Quellen sehr und ihr Muskelkater war verflogen. Ja, selbst die gigantischen Muskelberge der Schmiede schienen noch mehr zu glänzen als sowieso schon. Alter! Kettenreaktion. Größere Chance auf bessere Waffen. Oh, das wird ja immer besser. Ein alter Mann aus der Heilia-Schmiedegilde hat sich mit seinem Enkel gestritten und wirkt betrübt. Sammle Dinge, die seinem Enkel gefallen, damit die beiden sich wieder versöhnen. Ich muss aufpassen, bald habe ich keine Leuenurkunden mehr. Du besorgtest die Sachen, die dem Enkel gefallen, und die beiden versöhnten sich wieder. Zum Dank brachte dir der Großvater eine Geheimtechnik zur Schätzung von Waffen bei. So, was ist das hier? Unnötig, ich merke schon. Das hier im Prinzip auch, aber lass mal rauszoomen. Gibt es irgendwas Interessantes? Gerade das Blatt da oben. Das würde mich interessieren. Die Lebensaufgabe. Ein Reisender, den du auf dem Rückweg vom Training triffst, ist ganz vertieft in seine Forschung. Wenn du ihm die dafür nötige Materialien bringst, gibt er dir, was er auf seinen Reisen gefunden hat. Zwei Reaktorkerne, echt? Du hast es geschafft! Der Reisende sagt, er arbeitet hart an seiner Lebensaufgabe, das Leben für alle besser zu machen. Wenn du Materialien hast, die nützlich sein könnten, handelt er gern mit dir. Yay. Was denn hier? Kommt Theba. Gib mir mal Theba. Theba möchte von den Rito-Kriegern dieser Zeit so viel Flugtechniken wie möglich lernen, um sie seinen Sohn in seiner Zeit zu lehren. Bring ihm Nahrung, damit er bei Kräften bleibt. Kachika. Das Beste kommt erst noch. Von der Mahlzeit gestärkt trainierte Theba mehrere Tage lang allein in den Bergen. Er hatte Erfolg und lernte dabei eine neue Technik. Revali kam nicht umhin, angesichts dieser Hingabe stolz zu sein. Oh, oh, oh. Revali ist stolz, das ist was Neues. Es ist überhaupt nicht Revali, ist, ja gut, stolz auf anderes neu. Okay, was haben wir noch? Wir haben da unten ein Herz, was so schön vor sich hinblinkt. Schnellere... Wobei... Die Herzen regenerieren sich nie. Außer wenn ich in der Quelle stehe. Und nur für eine Quelle diese ganzen Dinger hier. Das sollte irgendwie besser... erklärt werden. Die Soldaten von Schloss Hyrule sollen an einer heißen Quelle im Untergeschoss des Schlosses arbeiten. Noch in der Dunkelheit geht die Arbeit langsam voran. Bringe ihnen also Lichtquellen. Käfer und Steine. Tja, das war eine reife Leistung. Danke. Die unterirdischen Quellen von Schloss Hyrule sind beliebt bei den Soldaten und lindern ihre Erschöpfung. Ihre glücklichen Gesichter erwärmen auch dein Herz. Ja. Das, was noch mein Herz erwärmt, ich lasse es einfach. Der legendäre Schmied. Ich kann zweimal die Höchststufe von Waffen nicht erhöhen. Okay. Im Schlossverlies soll sich ein legendärer Schmied aufhalten. Als du ihn nach Tricks fragst, wie du deine Waffen stärken kannst, fragt er, ob du dafür bereit bist. Bringe ihm einen Beweis deiner Kraft. Okay. Hervorragend.
Der Schmied war ins Gefängnis gegangen, da er befürchtete, seine Waffen könnten jemanden verletzen. Du weißt Können und Moral und lernst von ihm, wie man seine Waffen verbessert. Yay. Yeah. Cool. Was ist das hier unten? Link, ne? Lanze, Verstärkung der Charakteraktion. Ja, ich weiß ja nicht. Neue Farben für Tornado. Noch mehr Farben für Tornado, ja. Wir gehen mal von hinten durch, ne? Das ist vielleicht sinniger. Verdienste ist vielleicht ein bisschen überflüssig. Salzer der Versöhnung! Da fehlt uns aber Zeug. Ich hab's mal auf die Liste gesetzt. Rezepte, guck ich später nach. Materialien, ein ganz besonderes. Ja, komm, mach. Ja, verdammt. Vergessen vorzulesen. Prima. Gut gemacht. Der Junge konnte zum ersten Mal beim Monsterladen einkaufen, war glücklich über diese Erinnerung. Seinen Kauf wollte er eigentlich gar nicht und übergab ihn zum Dank dir. Gezwungener Umsatz, toll. Ein schlechtes Gewissen. Reparatur der Tabanta-Brücke. Die von fahrenden Händlern genutzte Tabanta-Brücke ist baufällig und muss repariert werden. Aktuell kann sie nicht betreten werden. Besorge also Materialien zur Brückenreparatur. Und los geht's. Katschika! Toll! Dank gut gemacht! Ja. Dank der Materialien ist die Reparatur endlich abgeschlossen. Die Tabanta-Brücke kann nun sicher überquert werden. Und die Händler können wieder ungestört ihren Geschäften nachgehen. Was mit der Akala-Brücke? Können wir die auch gleich richtig machen? Ja, ne? Reparatur der Akala-Brücke. Nun, da wieder Frieden eingekehrt ist, soll die im Kampf gegen die Verheerung zerstörte Akala-Brücke repariert werden. Jemand müsste die nötigen Materialien und Geld sammeln. 3000. Habe ich überhaupt 3000? Gerade so noch, ne? Eine großartige Sache. Dank der guten Zusammenarbeit waren Geld und Materialien schnell gesammelt und die Reparatur konnte beginnen. Es dauert nicht mehr lange, bevor Reisende die Brücke wieder nutzen können. Vor allem, ich zahle jetzt 3000 Rubine. 3000. Die 10% Rabatten werden die 3000 nicht rausholen. Das kannst du jetzt, das schreib dir mal das mal auf, du. Das wird nicht. Streikere Waffen durch Rostentfernung geht gerade nicht so richtig. Geschmiedet in Flammen. Vor langer Zeit gab es einen Goron-Schmied, der Waffen in den Flammen des Todesberges schmiedete. Nun möchte ein Schmied diese Technik wiederentdecken und sucht Feuermaterialien. Hey, gute Arbeit! Die antike Technik von Sauron entdeckte er zwar nicht, doch mit deinen Materialien kam seine Forschung gut voran. Der Garonenschmied lernte einige neue Tricks, die er dir auch beibrachte. Wieso endlich mir soll er den Schmieden beibringen? Ich mache meine Waffen nicht, soweit ich weiß, denn ich würde mich nicht dafür bezahlen. Das Raten nach vielen langsam wie Leuten, ne? Eine Farbe für jede Gelegenheit. Der Farbhändler sucht nach Materialien, um neue Farben zu entwickeln. Er scheint Materialien zu wollen, die wenig eigene Farbe haben und lässt sich da gut mit anderen Farben, sich da mit anderen Farben mischen lassen. Ah ja, okay, mach mal. Hey, toll gemacht! Der Farbhändler mischte verschiedene Farben zusammen, um viele neue zu erhalten. Er hat nun eine neue Farbpalette da. Er soll zu seinem Laden bei Gelegenheit einen Besuch abstatten. Ja, ich denke nicht. Okay, lass mal den ganzen Blödsinn mal hier. Was haben wir? Einrichtungen. Mhm. Ja, ja. Titan ist gerade egal. Shika-Module, ja richtig. Die Kühlung fehlt noch. Was fehlt denn da? Diese komischen Octorok-Dinger, die müssen wir mal suchen. Bei Gelegenheit. So, Schutz der großen Feen. Können wir da schon was machen? Wo hab ich denn die verloren? Egal. Terako! Muss auch unbedingt mal aufs Dings gesetzt werden. Kiyoshia, was fehlen dir? Das ist Hinox-Szene, ne? Große Feen kann ich euch schon machen? Auch nicht, da fehlt mir jetzt Geld. Ist das dein Ernst? König Rohan. Was, wir haben schon wieder nicht diese Dinger da? Das ist aber gar nicht lustig, ist das. Ich setze das mal auf die Liste. Des Königs Hütte und die Geheimtechnik. König Rohan scheint gelegentlich allein zu einem Versteck aufzubrechen und mit dem Zweihänder zu trainieren. Vielleicht würde es deinem Training helfen, wenn du ihm nützliche Vorräte schickst.
Keine Ahnung, ich will nur den Winterwams da unten haben. Ja, ja. Ich habe an Stärke gewonnen. König Roam kam dank der von dir gelieferten Materialien eine Idee und er entwickelte eine neue Technik. Diese Handhabung des Zweihänders ist etwas, das nur seiner Majestät gelingt. Bin doch bei Roam, ja, ne? Verstärkung der Befestigungsanlagen. Durch den Einfluss der Verheerung werden die Monsterangriffe heftiger. So sollen die Außenmauern der Befestigungsanlage in Hyrule verstärkt werden. Sammle hierfür geeignete Materialien. Mach mal! Eine neue Kraft? Alle Posten erhielten Ressourcen und die Arbeit an den Befestigungsanlagen ging gut voran. Nun muss ich für eine Weile niemand mehr vor Monsterangriffen fürchten. Ding, 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 ding. Das reicht noch nicht. Die königlichen Finanzen. Hilfe für die Region und Militärkosten für die Verbündeten. Die Vorbereitung auf die Verheerung geht ins Geld. Finde etwas, das König Roams Geldsorgen lindern könnte. Die Verheerung ist vorbei. Krieg kein Geld. Erstaunlich. Durch das Einlösen der von dir gefundenen Edelsteine konnte die Krise abgewendet werden. Seine Majestät ist noch immer besorgt, doch vielleicht kann sie jetzt nachts etwas ruhiger schlafen. Ja. Gut, der Rest ist gerade nicht verfügbar. Schade eigentlich. Koroka! Wo sind die gestohlenen Bananen? Von den geliebten Schwertbananen der Jägerbande werden jeden Tag einige gestohlen. Verstecke dich und warte auf den Dieb, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Nanu? Ein Junge mit einer Vorliebe für Bananen hatte sie aus dem Lager stibitzt, da die Jäger alle aufgekauft hatten. Die Jäger beschlossen schließlich, das Horten der Bananen aufzugeben. Was? 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 Glaube ich nicht. Setzen wir es mal auf die Liste, vielleicht kann man es kaufen. Die Geschichte einer Siegerin. Du hast die Erlaubnis, die Geschichte in der Wai und ihrer geliebten Sandrobbe zu hören, die als Team das Sandrobbenrennen gewann. Du solltest ihnen Früchte als Geschenk mitbringen. Warum bin so ich stärker viele? Geworden? Als du der Siegerin dein Geschenk zum Dank für ihre hilfreichen Geschichten gibst, erklärt sie sich bereit, Rijo und Patricia beim Training zu helfen. Was? Okay. Whatever. There's something new. Rijo möchte Patricia dafür danken, dass sie immer an ihrer Seite kämpft und ihr einige Früchte von herausragender Qualität geben. Bringe Rijo entsprechende Früchte. Frostmelon, weißt du, wie selten die sind? Egal, können wir kaufen. Sehr gut. Du hast die Früchte Patricia übergeben und sie bellte bedeutungsvoll. Toll. Wie es scheint, hat sie dir als Dank für die Früchte eine Technik für den Kampf gegen starke Monster gelehrt. Ganz oft Y drücken, da kann ich Blitze machen, okay. Teba ist abgeschlossen. Yunobo. Oh, stark wie ein Fels. Yunobo folgt entschlossen Daroks Regeln. Gut essen, um stark zu werden. Doch er möchte etwas anderes als Felsjuli probieren. Gibt es etwas, das seinen Appetit stillen könnte? Diamanten, bist du bescheuert? Kau weiter Hinoks Fußnägel. In mir sprudelt die Kraft. Nach dem Genuss seltener Steine fühlte Yunobo sich stärker als je zuvor. Er schwor, diese Macht nicht nur für Goronia, sondern zum Wohle ganz Hyrule zu verwenden. Das wird eine komplette Vorlesefolge, kann das sein? Daruk als Lehrmeister. Yunobo möchte wie sein Vorfahre Daruk werden. Daher ist er überglücklich, dass Daruk selbst ihn in der Schirmkraft unterweisen wird. Yunobo benötigt wohl deine Hilfe für ein Danksgeschenk.
Schon wieder Diamanten. Sag mal, scheiß ich Diamanten oder was? Ich bin stärker geworden. Nach einer Unterweisung durch Daro kann Yonobo seine Schirmkraft noch geschickter einsetzen. Als Sayok Nonomos Geschenke erhielt, war er überglücklich. Whatever. Felsen werfen leicht gemacht. Ein junger Garone, der keine großen Felsen stemmen kann, ist traurig, weil er glaubt, zu nichts nütze zu sein. Zum Felsenstemmen braucht man Muskeln. Du kennst etwas, um seine zu stärken. Krabben und Pilze, ist klar. Die Käfer dürfen wir nicht vergessen. Jetzt kann ich noch mehr schaffen. Nachdem seine Muskeln gestärkt waren, konnte der Junge große Felsen heben und nach Monstern werfen. Er möchte noch kräftiger werden, damit er aus eigener Kraft Felsen werfen kann. Was? Natürlich, zwei Hinox-Urkunden fehlen. Moronos. Ein richtig großes Monster! Ein Krog will ein unglaublich großes Monster, so groß wie der Dekobaum, gesehen haben. Doch er ist bedrückt, da ihm niemand glaubt. Bringe einen Beweis, dass das Monster wirklich gibt. Dass die Moldora hätte sie mit der Verheerung Garnon gerechnet. In Schweineform. Das wäre eventuell so groß wie der Dekobaum. Auch das ist nicht groß genug, egal. Die Materialien beweisen, dass das ein großes Monster gibt. Und jeder glaubt dem Krog nun. Er bittet dich darum, noch einmal mit dir zu spielen, während der Dekobaum still über euch wacht. Oh, es erscheinen mehr Krogs. Das hat sich total gelohnt. Urbosa, du bist voll. Revali, du bist voll. Daruk. Tja, die ganzen Diamanten hat jetzt jemand anders gefressen. Das tut mir leid. Mifa, voll. Zelda, voll. Impa, Limpa. Mit dem geistigen Auge. Impa möchte sich in Meditation üben, um ihr Kampfgeschick weiter zu vergrößern. Hilf ihr bei der Vorbereitung und bringe ihr Materialien, die ihre Konzentration stärken. Okay. Ich bin nun stärker. Impa versenkte sich über die Tage in Meditation. Am Ende dieser langen Übung fand sich kein Zeichen von Unentschlossenheit mehr in ihrem Blick. Auch ihre Technik im Kampf hat davon profitiert. Aha. War ich im richtigen Moment aus, um einen Gegenangriff auszuführen? Das kann doch jeder. Link! Geht nicht, kein Geflügel mehr. Das geht. Das sind das andere. Zwei Hände, okay, ist egal. Ein Hieb der Steine durchdringt. Nur wer eine wandernde Moldora besiegt, kann sich einen wahren Lanzenkämpfer nennen. Ich habe doch nie eine Lanze gegen eine Moldora benutzt, aber egal. Muss man mal eine Lanze brechen. Bringe den Beweis für deinen Sieg zum Ausbilder am Trainingsplatz, damit er dein Können anerkennt. Als er den Beweis, dass du die Moldora besiegt hast, sieht, nimmt der Lanzenkampfausbilder dich als Schüler an. Der Beweis für den Sieg wird auf dem Trainingsplatz ausgestellt. Whatever. Okay, gut, dann würde ich gerne mal shoppen gehen. Sofern ich das noch kann. Ja! Ja! Maxi Edeltrüffel 3! Die reichen wahrscheinlich noch nicht, ne? Hat mich auch gewundert. Ja. Ja. So, gehen wir ein paar Sportkarten, da brauchen wir eine ganze Menge. Ja, 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 ja. Es wird langsam knapp mit der Kohle. Hi. Hi. Wolfeilchen, ja, wieder 280 weniger. Ich hab kein Geld mehr. Oh. Oh. Danke, Spatzi. Was sagt? Ja, du mich auch. Das habe ich gerade noch. Gerade das habe ich noch, ja, ja. Cool. So, blinkt jetzt noch irgendjemand, den ich machen kann? Ein paar Rezepte kann ich noch machen, aber es ist mir gerade zu viel Materialverschwendung. Drauf ist Schüssel. G-
Geflügeljagd. Eine Frau erforscht neue Geflügelrezepte und versucht Wildvögel zu fangen, um an hochwertigen Zutaten zu kommen. Doch die Jagd läuft nicht gut. Hilf ihr, die Zutaten zu bekommen. Ausgezeichnet! Als du ihr das Geflügel übergabst, teilte die höchst erfreute Köchin ihr gerade fertiggestelltes Rezept mit dir. Du zeigtest ihr, wie man Vögel fängt, sodass sie ihre Zutaten nun selbst besorgen kann. Mhm. Das verlorene Rezept. Da brauche ich eine ganz schön krasse Abschlussquote. Nämlich irgendwie alles. Wildbeeren sammeln für Fortgeschrittene. Eine Qualitätsbäckerin ist entschlossen, in kalten Regionen nach süßen Wildbeeren zu suchen. Hilf ihr bei der Vorbereitung auf die Kälte, damit sie nach Herzenslust Beeren sammeln kann. Wunderbar! Dank deiner Vorkehrung gegen die Kälte fand die Bäckerin ihre schmackhaften Wildbeeren in der bitteren Kälte. Zum Dank teilte sie ein gutes Wildbeerenrezept mit dir. What? Why? Nachmittagssnack auf Schloss Hyrule. Ein Bediensteter der Königsfamilie von Hyrule möchte einen Imbiss für Zelda kreieren, der einer Prinzessin würdig ist. Sammle die nötigen Zutaten für süßes Gebäck. Ah, da kommen die Früchte für die Prinzessin ins Spiel, verstehe. Ein fantastisches Resultat. Der Bedienstete war überglücklich, deine Vorräte zu erhalten, da ihm gerade der Zucker ausgegangen war. Als Dankeschön erhältst du das Rezept für Zeldas Lieblingsobsttorte. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. Jedes Mal, wenn sie Geburtstag hat, muss sie die backen. Aha, aha, danke. Himbeeren, Melonen, daraus eine Torte? Ja, vielleicht. Mal probieren. Okay, waren das alle Rezepte oder haben wir noch einige? Nope. This was bad. Sehr schön. Ich bin pleite. Alles ist soweit ausgefüllt. Das heißt, ich muss wohl wieder kämpfen. Ich will aber nicht kämpfen. Ich finde die Liste hier am Rand übrigens weitaus praktischer, als die ganze Zeit über die Karte zu zoomen, weil ihr findet man viel schneller Sachen. So, die Zukunft Hyrule's. Sidons Otorok jagt nur bestimmte Kämpfer, nämlich Sai, und er hat ein Zeitlimit. Was ganz geil ist, weil wir müssen sowieso die Otorok-Jagd antreten, damit wir diese komischen Otorok-Dinger da kriegen. Also, los! Es könnte übrigens sein, dass ich irgendwann dann demnächst ein paar Folgen ausfallen lasse. Oder nebenbei ein anderes Let's Play starte und Hyrule Warriors auf, weiß nicht, alle 2-3 Tage stelle, weil ich habe so das Gefühl, ich werde eine Menge farmen müssen mittendrin und das Ganze mit den Streams noch aufrecht zu halten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das könnte nichts werden. Aber wir werden sehen. Noch haben wir Folgen, noch geht das. Aber wenn ich jetzt wieder an irgendwelche Wände stoße, was die Kampfdinger angeht, dann wird es langsam ein bisschen. Das habe ich gerade gesagt, Sai, aber okay. Gut, wir müssen hier keinen Krog mehr sammeln. Nichts hält mich auf. Kannst du eigentlich? Du kannst blocken. Gegner soll ich besiegen? Was? In 4 Minuten? Okay. Gucken, ob ich überhaupt so viele finde, aber das könnte ein extrem nützliches Level werden. Weil ich dauernd diese Octorok-Tentakel brauche und nie Octoroks habe. Mit mir.
muss so ein bisschen in Schwung kommen, damit ich wieder mit Sai spielen kann. Das ist so eine Sache. Ah, das geht auch. Ja, klar. Klar. Okay, da sind noch mehr. Noch mehr? Ob ich noch welche vergessen? Das ist auf jeden Fall eine Kiste, die ich mitnehme. So, er ist die Kiste. Verstehe. Ha. Gewieft, das Viech. Ja, ich weiß. Ich sollte mich vielleicht langsam beeilen. Ich weiß nicht, wie... Octoroks und jetzt muss ich einen weißen Moin umhauen. Das scheint mir nicht verhältnismäßig, aber okay. Okay, erstmal gehen wir in deine Arena, weil ich habe keine Lust, gegen dich in einem Schlauch zu kämpfen. Ich meine, ich habe generell keine Lust, gegen dich zu kämpfen, aber das ist was anderes. Genau deswegen geht mir Sai nämlich auf den Wecker. Sein komischer Golfschlag ist irgendwie, ist ja an sich ganz putzig und so, aber das bringt mir nichts, wenn ich schnell zu einem neuen muss. So, ich habe doch eine Zeit. Schade. Aber noch ist genug Zeit, würde ich meinen. Noch. Muss ich mich da nicht stressen? Hoffe ich vielleicht? Okay, vielleicht doch. Wir versuchen es mal damit. Der steht gerade so schön in der Pfütze, weißt du? Willst du das nochmal versuchen, Herr Leune? Oh oh. Das ist der Moment, wo ich mal gerne mit dem Pfeil auf ihn schieße. Wenn ich gerade nicht... Kabam! Selber überrascht, dass das funktioniert mit dem Eis. Normalerweise klappt das nicht. Okay, das läuft besser, als ich erwartet habe. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, ob das reicht? Nope. Nochmal, komm. Gib's mehr. Oh oh. Mhm. Nein, die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Weißt du was, ich benutze mal deine Charakterattacke. Haha! Es hat was funktioniert, das ist schon mal gut. Ich glaube nicht, dass Yonobo wachen. Ja, das braucht er nicht, aber ist egal. Wir haben die blauen Dinger, die können wir ganz gut benutzen, glaube ich. Wo kommt von. Au! Oh. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich muss mal kurz pausieren. Au, ja.